Was jetzt folgt, ist das packendste Duell des Wochenendes. Simon Lengenfelder und Mike Querdar. Zwei Rennen, zweimal Drama, Action und Spannung bis zum Schluss. Lengenfelder angereist als Meisterschaftsführender, Querdar auf der 3. Doch eine Klassifizierung in Zahlen bei diesem Duell kaum möglich. Beim Start ein ziemliches Durcheinander, doch es bleibt sturzfrei. Der Tscheche Radim Kraus mit dem Red Bull Rollshot. Geschenkt wird sich auf dem bestens präparierten Kurs in Möggers mal so gar nichts. Fehler werden sofort knallhart bestraft. KTM-Pilot Lengenfelder behauptet sich über weite Strecken des Rennens, doch absetzen gegen den Eidgenossen Querdar kann er sich eben nicht. Die beiden in einer eigenen Liga unterwegs, doch es bleibt stets fair. Die Linien werden eingehalten. Hier geht es schlicht um die Details. 20 Minuten vorbei, zwei Runden gibt's noch einmal obendrauf. Kaum auszuhalten, diese Spannung für alle Beteiligten. Ein Thriller. Doch am Ende fliegt Querdar zuerst über die Linie. Ja, es war richtig ein harter Fight. Am Anfang konnte ich fast nicht nachziehen am Simon. War richtig schnell. Aber doch gegen das Mitte-Ende konnte ich dann nochmal aufdrehen. Konnte den dann überholen. Und ja, ich bin ziemlich glücklich darüber. Lauf 2, mehr geht nicht, denkste. Lengenfelder will die Revanche, hier links zu sehen, doch erst einmal ein ganz anderer vorne, der Tscheche Radim Kraus mit dem Rollshot. Doch schnell die Machtverhältnisse wiederhergestellt, diesmal allerdings Querdar der Pacemaker. Alles deutet auf einen Doppelerfolg in Möggers hin. Doch dramatisch, Querdar stürzt in Führung liegend. Lengenfelder nutzt das natürlich eiskalt aus, sichert sich am Ende den Laufsieg und damit auch den Tagessieg. Dritter in diesem zweiten Lauf, der Schweizer Kevin Brumann. Doch heute haben alle nur Augen für zwei. Ja, es ist immer schöner, mit einem Duell zu gewinnen. Aber Mike hat sich ja nichts getan, ist ja Zweiter noch geworden. Und ja, ich freue mich jetzt, dass ich gewonnen habe. Das sind zwei Kämpfe, wie sie besser nicht sein könnten. Thank God, it's Race Day.